Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Dark Forces. Die neue Ordnung des Imperiums breitet sich in der gesamten Galaxis aus und bezwingt Planeten mit verheerender Wirkung. Nach vielen Kämpfen gelang es den Rebellen, Informationen über eine neue Kampfstation des Imperiums zu erlangen, den Todesstern, der über genügend Feuerkraft verfügt, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Da es den Rebellen nicht gelang, die Pläne des Todessterns mit normalen Truppen in ihren Händen zu bringen, nahmen sie die Hilfe von Kyle Katarn in Anspruch. Er ist als Söldner bekannt und teilweise mit den Rebellen verbündet. Nur mit einem Betäubungsstrahler, bewaffnet und mit detaillierten Kenntnissen von imperialen Methoden ausgestattet, bereitet sich Katarn darauf vor, in die imperiale Basis einzudringen, in der sich die Pläne befinden. Star Wars Dark Forces. Ja, und auch hier nochmal Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Star Wars Dark Forces. Geben Sie Ihren Namen ein, das mache ich gerade mal. Ich sehe meine Tastatur nicht.
So. Raphael. Ja, mein Name. Ich mach mal hier ja. So, wir spielen hier Star Wars Dark Forces. Der erste Teil der Star Wars Jedi Knight Serie ist 1995 erschienen, ist ein First-Person-Shooter. Und wie gesagt, 1995 ist wirklich schon ein älteres Spiel. Ich spiele es gerade über die DOS-Box. Also ich emuliere das Ganze quasi, ist auf Steam erhältlich. Also wenn ihr es euch auf Steam kauft, wird es auch direkt über die DOS-Box gestartet. Ich habe da so ein paar Einstellungen vorgenommen, damit wir das auch in höherer Auflösung und so weiter und so fort spielen können. Und Mission Geheimbasis. Ich wähle das mal aus. Mission starten. Okay. Mission 1. Die Todessternpläne Operation Skyhawk Phase 2. Vertrauliche Mitteilung von Mon Mothma. Der Erfolg unserer Operation hängt. Moment. Der Erfolg von unserer Operation hängt entscheidend von Ihrem Erfolg ab, Commander Katarn. Wir zählen auf Sie. Okay. Leicht, Mittel. Wir machen erstmal leicht, weil ich bin. Was kann ich hier? Hallo? Aha. Ach so, hier geht's noch weiter. Hintergrund. Die Todessternpläne befinden sich in einer geheimen imperialen Basis auf dem Planeten Danuta. Von hier aus sollen sie zu Darth Vader weitergeleitet werden. Hui. Wir wissen leider nur sehr wenig über den Aufbau der Basis. Sie sind also mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Na, das ist ja super. Mission: Versuchen Sie, soweit es geht, das Wachpersonal zu betäuben und menschliche Verluste so gering wie möglich zu halten. Nachdem Sie die Pläne gefunden haben, sollten Sie so schnell wie möglich den Stützpunkt verlassen. Die Pläne werden sofort zu Prinzessin Leia auf dem Konsularschiff Tantive IV weitergeleitet. Sie wird die Mission dann fortsetzen. Missionsziele: Finden Sie die Todessternpläne, kehren Sie zu Ihrem Schiff auf dem Dach der Basis zurück. Und das war auch schon die Mission. Wir legen los. Mission wird geladen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es nämlich noch gar nicht gespielt. Es hat aber einen. Oh, das sieht ja voll cool aus. Hat echt einen sehr geilen Grafikstil, wie ich finde. Wie gesagt, von 1995. Erinnert schon so ein bisschen an Doom. Hat diese 2,5D-Grafik, wird es gerne mal genannt. Ach du Scheiße. Wow. Alter, immer schön ruhig bleiben. Ah. Das haben wir erstaunlich gut geschafft. Ich kann nicht nach oben oder unten gucken. Ich kann nur nach links und rechts gucken. Das läuft sehr merkwürdig. Es ist sehr ungewohnt, aber es ist cool. Ich muss sagen, es ist irgendwie schon cool. Ich mag ja diese alten Games. Und wir müssen jetzt anscheinend die Todessternpläne finden. Das ist ganz cool, denn man kann das ja quasi in die wirkliche Star Wars Story mit einbauen. Denn wir sollen jetzt die Todessternpläne finden und dann an Prinzessin Leia weiterleiten. Und die, wer die Star Wars Filme geguckt hat, ich nehme an, die meisten, die hier zusehen dürften, die Star Wars Filme kennen, die wissen ja, dass sich die Rebellen ja echt die Todessternpläne organisieren mussten. So, wie gesagt, ich habe hier auf leicht gestellt. Das ist echt geil, macht echt Fun. Ja, und wie gesagt, ich spiele das jetzt einfach mal an. Ist wieder nur ein Gameplay. Auf Steam erhältlich. Für ein paar Euro. Und wie gesagt, falls ihr auf Retro-Games steht oder auf Star Wars nun mal, dann könnt ihr euch das. Oh, nice. Ist das jetzt eine Schnellfeuerwaffe? Ist ja geil. Okay, was ist hier? Pam. Das ist voll cool. Und die ganze Zeit noch diese Musik im Hintergrund wirkt so ein bisschen. Ist das 8-Bit-Musik? Könnte sein. Geht's denn jetzt hier weiter? 20 Schildeinheiten, okay. Wow. Kann ich hier vielleicht. Nee, schade. Ah, okay, aktivieren. Ein Stormtrooper! Pam, 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 pam. Boah, das ist echt geil. Das macht voll viel Spaß. So, wir können auch rennen. Erinnert echt sehr an Doom, muss ich sagen. Und wie gesagt, das ist damals 1995. Erzielt so halbwegs automatisch. Ach du Scheiße, Moment. Oh, da oben auch noch. Ah, das ist ein bisschen ungünstig. Ist 1995 für die MS-DOS erschienen. Deswegen. Ah ja, die Star Wars-Musik ist ja geil. Wow. Und deswegen spielen wir es jetzt nur mal über die besagte DOS-Box. Also quasi emulieren wir gerade MS-DOS, damit wir spielen können. Aber lässt sich soweit auch ohne Probleme aufnehmen. Am Anfang hatte ich irgendwie ein paar Probleme. Ich habe dann so ein bisschen was rumprobiert. Aber läuft ja an sich und lässt sich aufnehmen. Also alles top. So, 50. Wow. Alter. Was ist denn der? Ach, da oben. Ich komme da nicht hin. Nee, da komme ich echt nicht hin.
Wie viel Leben habe ich? Wie viele Schüsse? Ich kann das gar nicht. 5 Schüsse? Kann das sein? Keine Ahnung. Unten links steht wahrscheinlich mein Leben. Ich bin mir nicht sicher. Ah ja, links. Ich glaube. Wow, fuck. Nein! Waffe ist leer. Shit. Kann ich irgendwie... Ah ja, so kann ich wechseln. Okay. Über mein Nummernpad kann ich rüber wechseln. Ah, hier geht's auch noch weiter. Moment, mit E. Steuert sich aber ganz ordentlich, muss ich zugeben. Ach, fuck, die ist auch leer. Ich muss doch noch... Ich habe nur noch meine Faust, ne? Ja, geil. Moment, ich fahr den mal. Hallo, Kumpel. Wir gehen mal weiter. So, habe ich ein bisschen Munition gekriegt? Ja, habe ich. Was ist das jetzt? Oder waren wir hier nicht vorhin? Ach, jetzt sind wir doch rausgekommen, oder? Ich finde diese Retro-Star Wars-Musik echt geil. Ich bin sehr verwirrt, muss ich sagen. So, ich kann mal gucken. Ich habe mir nämlich auf dem linken Bildschirm übrigens auch gerade so ein paar Daten offen, genau. Läuft auf der Jedi Engine. Okay, schon da so auch so eine eigene Engine. Na super, zu sein. Wie gesagt, ist der erste Teil der Jedi Knight Reihe. Also es gibt noch ein paar Nachfolger zu diesem Spiel hier, was eigentlich auch ganz cool ist. Ja. Ja, nice, wir haben ihn erwischt, sehr gut. Wir haben aber nur noch 6 Schuss. Finde ich hier noch irgendwas? Können wir da nicht springen? Ja, wir können springen. Juhu! Ich finde das voll geil, Leute. Fragt mich nicht wieso, aber ich finde diese Retro-Games und das hier finde ich auch, ich finde das mega geil. Es hat einfach so ein richtig cooles Feeling und es steuert sich noch ziemlich gut, muss ich sagen. Klar, ist jetzt nicht perfekt, aber das geht auf jeden Fall noch sehr ordentlich, muss ich sagen. Wow. Ins Gesicht. So, 15 Energie. Okay, also die droppen auch Munition anscheinend. Was habe ich denn noch dabei? Ach so, ich kann die Munition wahrscheinlich über die verschiedenen Waffen immer abschießen. Also ich habe nur eine Munitionseinheit, aber ich kann die über die verschiedenen Waffen abschießen. Das ist ja cool. Moment. Ja, sehr gut. Da geht's rein. Gibt's hier nochmal Munition zum Aufsammeln? Nee. Wie komme ich denn da nach oben? Wir wollen ja uns die Todessternpläne organisieren. Macht echt Spaß. Ich find's echt cool, muss ich zugeben. Und ja, Leute, so sahen damals eben die Games aus, ne? Das war damals schon echt eine ziemlich geile Grafik, als das rausgekommen ist. Das muss man bedenken, ne? Wirkt zwar aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr ganz so besonders, obwohl ich es vom Stil an sich finde ich halt auch geil. Ich spiele ja auch gerne diese alten Point-and-Click-Adventures. Diese, auch noch mit dieser Pixel-Grafik, wenn man sie so nennen will. Und ich keine Ahnung, ich mag einfach den Stil schon alleine daran. Sieht irgendwie aus wie ein Fahrstuhl. Wow, Alter, Steuerung. Ah ja, okay, ich bin jetzt hier drin. Nach oben gucken kann ich übrigens nicht. Ich würde mal gerne wissen, wo es hier weitergeht. Warte, hier kann ich doch bestimmt irgendwelche Knöpfe betätigen. Ich laufe hier mal rum und drücke E. Hallo. Vielleicht muss ich auch irgendwas zerballern. Ich will nicht meine ganze Munition zerschießen, wie ich es jetzt gerade mache. Ah, roter Schlüssel. Achso, roter Schlüssel fehlt. Ich dachte schon, wir haben irgendwas geschafft. Das ist der Fahrstuhl. Also irgendwas fehlt mir ja anscheinend noch. Oh. Der hat mich wohl... Ach, Energieeinheiten. Energieeinheiten sind die Schüsse. Jetzt verstehe ich das erst. Glaube ich zumindest. Ich bin mehr verwirrt. Da oben ist noch einer. Ich laufe hier nochmal rum. Ist echt geil, wie wir hier rennen können. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ist cool. Wo finde ich denn jetzt den besagten roten Schlüssel? Das würde mich mal interessieren. Da kann ich nicht durch.
Weil so hoch kann ich auch nicht springen. Da ist niemand drin. Was ist das jetzt? Ah, hier geht's nach oben. Jetzt verstehe ich das. Das ist ja cool. Oder? Hä? Bin verwirrt. Ah, nee, hier rüber komme ich noch. Aber. Nein! Hui, das war knapp. Habe ich überhaupt noch Leben? Oder habe ich irgendwie noch so ein Schild? Ich habe keine Ahnung. Weil unten haben wir einmal die grüne Zahl, einmal die rote Zahl. Ich fühl mich gerade voll schlau, ich weiß. Haben wir noch irgendeine Waffe? Naja. Na, schöne Scheiße. Ich wechsle mal auf die Faust. Das erinnert mich voll an Doom. Da wollte ich eigentlich gar nicht lang. Warte, kann ich jetzt vielleicht nochmal, hier gab es ja noch ein anderes. So, dann hier nach oben. Ich glaube, da waren wir aber vorhin drin, ne? So. Okay, wir fahren. Wow. Ja, ist genau das gleiche. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oder haben wir jetzt den roten Schlüssel? Kann das sein? Klatsch. Chuck Norris Faust ins Gesicht. Wow. Voll verwirrend. So. Wow, 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 wow. Ist ja gut. Ah ja, 61 Leben haben wir noch. Ah ja, Tatsache. Wir haben den roten Schlüssel gefunden. Und ich hab's mal wieder verpeilt. Oh, oh. Nein! Fickt euch. Wow, 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 wow. Na geil, jetzt bin ich wieder runter. So, Moment, ich muss noch den Fahrstuhl. Von welcher Richtung kommen die denn jetzt? Munition, Munition! Wow. Moment, schnell wechseln auf die Waffe. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Nein! Grandios daneben geschossen, Leute. Moment, wir gehen nochmal nach oben. Oh, das ist so ungewohnt. Aber auch cool. So, nach oben. Wow, wow, wow. Jawoll! Ins Gesicht. Ah, das sind diese Mausdruiden. Ah ja, okay, Munition haben wir auch wieder. Was ist das denn hier? War das jetzt der Fahrstuhl? Kann das sein? Ah. Moment, ich spring da nochmal hoch. Nee, schade, geht immer noch nicht. So, nochmal hier lang. Hier durch den Fahrstuhl nach oben. Das ist so merkwürdig. Oh Gott, wir haben nur noch 5 Leben. Ob ich das noch lange überlebe? So, Munition. Da ist eine Leiche. Das ist doch wunderprächtig. Da unten ist soweit auch nichts mehr. Hier. Da ist auch noch irgendwas. Wie komme ich denn da hin? Oh, okay. Ich kann über Shift auch... Ne, Übersteuerung. Übersteuerung kann ich auch schießen. Ich habe doch hier irgendwas gemacht. Vielleicht draußen? Ich weiß es gar nicht. So. Moment, hier bin ich jetzt auch wieder irgendwo gelandet. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ah ja, jetzt sind wir weiter oben, okay. Wow, wow. So, sehr gut. Ich habe trotzdem nur noch 5 Leben. Ah, jetzt haben wir... Genau, jetzt haben wir Schildeinheiten, okay. Energieeinheiten sind unsere Munition und Schildeinheiten ist unser Schild. Jetzt haben wir 40 Schild, aber nur noch 5 Health. Das macht echt Spaß, Leute. Kann sein, dass es ein etwas längeres Gameplay wird. Einfach, weil ich gerade Spaß am Spiel habe. Du. Bin aber echt immer wieder begeistert, wie schön sich das steuert. Wow. Sehr gut. Kann ich von da aus wieder rüberspringen? Ja. Na, bin ich runtergefallen. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Oh, das ist so verwirrend hier. Vielleicht bin ich auch wegen der Grafik ein bisschen verwirrt. Sieht halt schon noch so ein bisschen anders aus, alles. Ich gehe nochmal hier nach oben. Da war ja dann nochmal ein anderer Fahrstuhl.
Genau, hier ist nochmal der andere Fahrstuhl. Ah, ich war hier. Oder war hier eine Tür, die ich geöffnet habe? Das kann gut sein. So, dann hier nach oben. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. So. Wo geht's jetzt hier weiter? Ist da vielleicht nochmal irgendwann mal weiter? Man weiß es nicht. Ah. Hä? Ich kann auch nicht nach oben oder unten gucken. Ich kann mich nur nach links und rechts drehen. Na, das war sinnvoll. Mann, ich bin schon wieder nicht gesprungen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ich bin irgendwie ein bisschen perplex gerade. Fällt, glaube ich, kaum auf. Nur so ein bisschen. Ich fand's trotzdem cool. Auch wenn am Anfang irgendwie 5 Minuten lang die Credits kamen. War auch schön. So. Ich bin doch jetzt hier. Da oben haben wir dann einen Schalter aktiviert. Da bin ich jetzt hier lang. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ah, hier. Okay. Hä? Fuck, voll daneben geschossen. Nein! Bastard! Ich bin tot. Nein! Das war auch echt schlecht von mir. Das muss man auch echt sagen, das war echt schlecht von mir. Ja, und jetzt? Ah. Muss ich jetzt wieder... Ah, ich habe sogar Checkpoints. Das ist ja geil. Voll super, das Spiel. Sogar Checkpoints. Ne, warte, ich muss nach unten. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber wir haben... Wow. Aber wir haben immer noch keine... Ins Mull. So, 15 Energieeinheiten. Dann gehe ich nochmal auf die Schnellfeuerwaffe. Was ist das hier? Boah, das ist so verwirrend, weil ich kann ja nicht nach oben oder unten gucken. Alter, ich habe so richtig daneben geschossen. Aber gut, ich spiele es ja auch das erste Mal, von daher. So. 30 Schuss haben wir noch. Hier, hier ist doch bestimmt, hier sind die Pläne. Wie kann ich die jetzt anzapfen? Schön. Hier. Ja. Was habe ich jetzt gemacht? Todessternpläne, jawohl. Zurück zum Schiff. Wo geht's zum Schiff? Muss ich ja wieder raus oder ist das der falsche Weg? Man weiß es nicht. Ich gehe mal hier lang. Tschüss. Kann ich vielleicht hier nach oben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt lang muss. Ja. Hallo, Schiff. Nee, da können wir auch nicht lang. Schiff. Ich springe hier mal runter. Oder ich muss da unten nochmal weiter. Das kann auch sein. Da oben war aber irgendwie auch noch ein Weg, habe ich eben gesehen. Das ist alles so verwirrend. Nee, da können wir auch nicht direkt weiter. Moment, ich habe nochmal eine Idee. Wir gehen nochmal rein. Ich habe zwei Ideen, wo das Schiff sein könnte. Munition haben wir auch wieder ein bisschen. Das ist auf jeden Fall... Das ist Wahnsinn. So. Hier können wir immer noch nicht lang, ne? Mann, ich will die ganze Zeit irgendwie hier lang gehen. Ich hatte da oben noch eine Idee. Moment. So. Dark Forces. Nee. Ich habe da vorhin noch irgendwas gesehen, wo man lang springen könnte, aber ich glaube, das ist irgendwie... Nee. Wow.
Wir gehen nochmal nach unten. Haben ja nichts zu verlieren. Außer unser Leben. Find's voll geil. So. Hier ist Raffi. Aha, die Pläne haben wir jetzt. Das heißt, wir können... Ach, hier... Ah ja, da ist noch einer. Headshot. Oder so ähnlich. Wow. Alter. Bleib mal geschmeidig, Junge. Ah, wir müssen wahrscheinlich echt hier lang, ne? Ich latsche irgendwo oben rum. Ist auch gut. Jetzt aber. Okay. Beam mich hoch, Scotty. Ja, falscher Film. Wow, wow, wow. Alter. Drei Schuss noch, das ist gut. Ah. Sauber. Okay. Und weiter. Ach, Missionsziel abgeschlossen. Da ist das Shuttle. Wie geil das aussieht. Nee, sieht aber echt cool aus. Ja. Kann ich jetzt. Und nun? Ah ja. Mission fortsetzen, Programm beenden, Konfiguration. Was kann ich denn da einstellen? Bildschirm. Ach so. Ah, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Polygondetails. Oh. Kamerakorrekturen. Schönes Menü. So. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich direkt in die nächste Mission. Alle Missionsziele erfüllt, mit nächster Mission fortfahren. Kann man ja machen, ne? Kyle übergibt die Pläne den Rebellen. Kurze Zeit später ist der Todesstern vernichtet. Noch während die Allianz diesen Sieg feiert, wird eine weitere unheilvolle Verschwörung in Gang gesetzt, die eine viel größere Bedrohung für die Rebellen darstellen könnte. Darth Vader! Der Imperator hat an ihrem Testversuch zugestimmt, General Monk. Vielen Dank, Lord Vader. Was ich heute hier demonstriere, wird eine neue Ära für das Imperium einläuten. Wir werden in der Lage sein, die Rebellen so zu dezimieren, wie wir es damals mit den Jedi-Rittern gemacht haben. Der Krieg des Imperators wird am Ende nur noch im Zeichen des glanzvollen Sieges über die Rebellion stehen. Eine ehrenvolle Angelegenheit, General. Ich hoffe, Ihre Demonstration wird diesen Ansprüchen gerecht werden. Fangen Sie an. Mit Vergnügen. Dark Trooper abwerfen! Sehr eindrucksvoll, General. Der Imperator wird überaus zufrieden sein. Setzen Sie Ihr Projekt fort. Wie Sie wünschen, Lord Vader. Vielen Dank, Commander, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Das Imperium hält uns ganz schön auf Trab, seitdem der Todesstern zerstört wurde. Vor 5 Tagen hat das Imperium einen unserer geheimen Stützpunkte in Talay angegriffen. Ist jemand da draußen, der uns hört? Hier ist Deckbase. Bitte, wir werden angegriffen. So sind wir doch an. Wir wurden vollkommen überrascht. Total Zerstörung. Sie brechen durch unsere Schilde. Sie brechen durch unsere Schilde. It's a trap. Techbase wurde innerhalb von Minuten zerstört. Viele unschuldige Stadtbewohner hat es genauso getroffen wie unsere eigenen Leute.
Der Geheimdienst vermutet, dass es sich dabei um eine Art Vergeltung für die Vernichtung des Todessterns handelte. Interessant. Abgesehen von diesen Geräuschen macht es den Eindruck eines normalen imperialen Angriffs. Sehr richtig, Commander. Ich hoffe, Sie werden verstehen, dass alles, was wir hier besprechen, vertraulich ist. Dieser imperiale Offizier, Crix Medin, möchte zur Allianz überlaufen. Er hat uns mit Informationen über die Entwicklung einer neuen imperialen Waffe versorgt. Wir glauben, dass diese Geräusche, die Sie eben gehört haben, von dieser Waffe stammen. Einem neuen Typ von Sturmtruppler, dem Dark Trooper. Ein neuer Sturmtruppler, der eine Rebellenbasis derartig schnell ausschalten kann? Ich hätte besser weiter für das Imperium arbeiten sollen. Die Rebellenführung nimmt die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter. Sie hat veranlasst, Sie zu beauftragen, herauszufinden, ob eine Bedrohung besteht und diese gegebenenfalls auszuschalten. Das heißt, falls Sie noch auf unserer Seite stehen. Klingt interessant. Okay, ich bin dabei. Aber ich brauche dennoch Unterstützung bei diesem Auftrag. Ich möchte, dass Jen Ors mein Missionsoffizier ist. Einverstanden. Dann werde ich dafür sorgen, dass Jane Sie später auf die Missionsziele einweist. Vielen Dank, Commander. Und möge die Macht mit Ihnen sein. So, da sind wir auch schon Mission 2 angelangt, aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal für das Gameplay zu Star Wars Dark Forces. Und ich muss sagen, es ist echt krass, wie viel Mühe und wie viele Details hier reingesteckt worden ist, auch in diesen Zwischensequenzen. Die gingen richtig lang und es war eine richtig aufwendig gemachte Zwischensequenz. Also ich bin, hätte nicht erwartet, dass da so eine ausführliche Story hintersteckt und so ausführliche Zwischensequenzen gemacht worden sind. Echt Hammer, muss ich schon sagen, echt cool. Und ja, wie gesagt, das Ganze gibt's auf Steam. Wie gesagt, wenn ihr es euch auf Steam holt, wird es dann auch direkt über die DOS-Box gestartet. Das heißt, es wird ohne Probleme auch auf eurem Rechner kaufen. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr Star Wars-Fans seid oder einfach solche Retro-Spiele mögt. Falls nicht, dann könnt ihr es lassen. Ich hoffe trotzdem, dass euch natürlich dieses kleine Gameplay hier gefallen hat. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, aber ich fand es mega geil. Ich fand einfach den Stil cool und wie gesagt, dass es jetzt hier auch noch eine richtige Story gibt, hat mir nochmal zusätzlich gut gefallen und ist bestimmt auch eine gute Motivation, das ganze Ding durchzuspielen. Also vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi!